Man nehme ein bisschen Pipi-Kaka, Asbest und Uran und fertig ist die Gesichtspflege. So jedenfalls hat's Marvin Wildhage in seinem neuesten YouTube-Video gemacht. Marvin hat mal wieder einen rausgehauen. Er hat nämlich Influencer mehr oder weniger reingelegt. Er hat eine Gesichtscreme entwickelt, die einfach nur aus Gleitgel besteht. Hat da so Bestandteile wie Pipi-Kaka draufgeschrieben, die glücklicherweise, das sage ich hier schon, nicht drin waren. Und hat die Influencer gebeten, das so zu bewerben. Und die haben das tatsächlich gemacht. Ich schaue mal, ob Marvin sein Video in der Form drehen durfte, wie er das gemacht hat. Und vor allen Dingen schaue ich mir am Ende noch an, ob die Influencer wirklich auch so ein Schrottprodukt einfach so bewerben durften und was denen jetzt möglicherweise droht. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger und Solmecke, und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Ja, mit Marvin haben wir letztens schon mal ein Video gemacht, beziehungsweise über Marvin, muss man fairerweise sagen. Damals hatte er sich einen Doktortitel besorgt, indem er von Fake-Unis sich irgendwelche Zeugnisse ausgedruckt und mit Photoshop bearbeitet hat und dann auch tatsächlich in seinem Personalausweis einen Doktortitel eingetragen bekommen hat. Und dass er mit Photoshop umgehen kann, das zeigt auch sein neuestes Video, was ich mir mit euch mal einmal genau anschauen will. Er hat nämlich eine ganze Agentur aufgebaut, alleine über Photoshop, und gleichzeitig auch noch ein Produkt erfunden, das ich euch auch nicht vorenthalten müsste. Schauen wir direkt einmal rein. Hallo, da bin ich wieder. Influencer sind ja die Popstars unserer Zeit. Man könnte sie schon mit Göttern vergleichen, denn sie haben Millionen Fans, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die ihre Reichweite ausnutzen, um für Schund Werbung zu machen. Halt, Einspruch, das kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen, dass ein Influencer seine Reichweite ausnutzt, um für Schund Werbung zu machen. Ich halte 80% dessen, was da zu sehen ist, für Schund, was die Influencer da bewerben. Aber okay, kann man ja anderer Meinung sein. Und genau das habe ich ausprobiert. Ich habe für euch auch einen Rabattcode. Ein Rabattcode für Shein. Ja, mit meinem Code für 15% auf alles. Der 10% Rabatt. Ich habe nämlich bei About You bestellt und mit meinem Code bekommt ihr 11%. Mit dem Gutscheincode ganze 12%. Ich wollte beweisen, dass Influencer für Geld wirklich alles sagen und sogar ihre Prinzipien vergessen. Und deswegen brauchte ich ein Produkt, das einfach herzustellen ist und wo man auch ein bisschen schummeln kann. Und deswegen habe ich eine Creme erfunden. Darf ich vorstellen, Hydrohype, die Creme für gewissenslose Influencer, die für Geld alles sagen und auch nicht so gut lesen können. Kann ich mal einsteigen vielleicht an dieser Stelle? Er hat eine Creme erfunden. Das hier ist natürlich etwas überspitzt, glaube ich, für sein YouTube-Video gemacht. Also er hat Hydrohype gemacht. Wie das zustande gekommen ist, schauen wir uns gleich mal an. Aber so einfach, wie wir gleich sehen werden, ist es gar nicht, eine neue Creme auf den Markt zu bringen. Da gibt es genaueste Regelungen, die nach der Kosmetikverordnung zu beachten sind. Ich gehe gleich im Detail noch darauf ein, was ihr dafür beachten müsst, wenn ihr eine neue Creme entsprechend auf den Markt bringen wollt. Und wir gucken mal, wie er hier vorgegangen ist und ob das eigentlich eine wirksame Vorgehensweise war. Ich habe mir jetzt hier bei Amazon für ungefähr 15 Euro 5 so kleine Cremetiegel bestellt, und dafür habe ich für ungefähr 20 Euro Klebeetiketten bestellt, die einmal gleich um den Tiegel rumgeklebt werden, und wir haben auch Etiketten vorbereitet, wo drin steht, was in dieser Creme drin ist, und die ersten Inhaltsstoffe sind tatsächlich wahr, denn wir müssen natürlich preisgeben, was da drin ist, damit keiner eine Allergie hat und so weiter und so fort. Aber auch hier haben wir wieder einige Easter Eggs reingebaut. Und zwar steht hier auch drin, dass hier Uran drin wäre. Ich glaube, nicht so gut für die Haut. Asbest soll hier drin sein. Sollte man sich, glaube ich, auch nicht ins Gesicht schmieren. Und mein Lieblings-Easter Egg, Pipi-Kaka-Seed-Oil. Pipi-Kaka-Seed-Oil. Okay, also das sind die Inhaltsstoffe. Und die Frage ist, kann man das einfach wirklich so treiben, dass man mal eben sich so irgendwas reintut in einen kleinen Tiegel, einen Cremetiegel, und dann sagt hier, das ist mein neues Produkt. Das geht, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht ganz so simpel. Und deswegen habe ich mir mal angeschaut, wie man überhaupt so ein Kosmetika auf den Markt bringen kann. Seht ihr hier, rechtliche Rahmenbedingungen für Kosmetika. Ja, es gibt also eine EU-Verordnung, die gilt auch in der gesamten EU. Das ist die EU-Kosmetikverordnung, und die regelt die Anforderungen. Wer das nachlesen will beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, kann man das sehen. Also vielleicht interessiert das den einen oder anderen, wirklich ein Kosmetikprodukt auf den Markt zu bringen. Und hier sieht man die wichtigsten Voraussetzungen. Haben die also hier mal entsprechend niedergezeigt, niedergeschrieben. Man hat eine Anzeigepflicht bei den Überwachungsbehörden in Deutschland.
Man hat die Vorgabe, dass die Kennzeichnung der Produkte in deutscher Sprache erfolgen muss, insbesondere Anwendungs- und Warnhinweise, dass die Kennzeichnung von nicht vorverpackten kosmetischen Mitteln genauso zu erfolgen hat wie bei verpackten und es, wer dagegen verstößt, begeht eine Straftat. Also da sieht man schon wieder, Marvin geht an die Grenzen. Wir können aber gleich sagen, eben, ich gehe nicht davon aus, dass er dieses Produkt dann auch wirklich in die Märkte gebracht hat. Also jetzt das zu journalistischen Zwecken, diesmal wirklich zu journalistischen Zwecken entsprechend abgewandelt. Und der hat nicht diese ganzen Verordnungen eingehalten, die man hätte einhalten müssen, wenn man wirklich Kosmetika auf den Markt bringen will. Also das nur mal als kurzer Zwischenschritt. So bringt man Kosmetika auf den Markt. Gar nicht so simpel, wie das hier eventuell aussieht. Auch wenn keiner veganen Creme fehlen. Ich sehe natürlich schon wieder alle in die Kommentare schreiben, Hilfe, pack doch da kein Uran rein. Habe ich natürlich nicht. Aus Uran macht man Bomben und kriegt man sowieso nicht so leicht. Asbest war früher ein mega billiger Baustoff, aber auch krebserregend. Und Pipi-Kaka, das machen die kleinen Kinder in den Topf. Ja, aber was ist denn in der Creme? Nichts Schlimmes. Es ist bio, vegan und Leute machen sich das normalerweise auf dem Körper. Aber der Rest ist Betriebsgeheimnis. Wir haben jetzt hier eine Website vorbereitet, die es wirklich in sich hat. Im Internet gibt es Photoshop-Dateien, die man sich einfach runterladen kann, wo einfach Produkte drauf abgebildet sind. Schön dekoriert mit Blumen und tollem Hintergrund und schon geilen Filter drauf. Und da kann man einfach seinen Namen, sein Logo, alles einsetzen. Und dann sieht das so aus, als hättest du 10 Produkte auf dem Markt, die gar nicht existieren. Das fängt an mit Augenpflege, Deo, Lippenpflege, Nagelpflege, Duschmus, Porenserum und natürlich unsere tolle Skincare, die Influencer bewerben sollen. Ja, das zeigt mal wieder, Marvin kann perfekt mit Photoshop umgehen und wird jetzt eine Wahnsinnswelt basteln, die gar nicht existiert. Wie diese Wahnsinnswelt dann rechtlich zu beurteilen ist, sage ich auch gleich noch was zu. Aber erstmal ganz spannend, wie schnell man mit ein bisschen Photoshop-Skills doch Fake-Welten erschaffen kann. Und dieses Foto, das haben wir uns mal runtergeladen. So sieht es aus und haben da einfach mal unser Etikett draufgeklatscht. Das gleiche haben wir auch gemacht mit sogenannten Stockfotos. Also erstes Bild, klar, ist nicht ganz easy. Da ist offenbar ein Bild von Amazon runtergeladen worden. Amazon Etikett draufgeklickt. Klar, ist eine Urheberrechtsverletzung. Und bei dem Stockfoto muss man eben schauen, WhatsApp-Image steht jetzt drüber, hat er irgendwie geschickt bekommen vermutlich. Müsste man natürlich auch die Rechte geklärt haben, das ist klar. Das ist jetzt, sagen wir mal, eine Kleinigkeit. Theoretisch, wenn man es richtig machen will, muss man natürlich auch da die Rechte einkaufen und kann jetzt nicht irgendein Foto von Amazon nehmen. Das heißt, wir haben dieses Foto einfach aus dem Internet gezogen von einer Frau mit so einer ähnlichen Creme und haben da auch unser Logo drauf gemacht. Auch da natürlich, diese Frau bekommt natürlich nochmal sehr viel Geld dafür. Wenn sie Werbung macht, kann man jetzt auch nicht so einfach machen. Selbst für ein YouTube-Video, selbst wenn man da nur was beweisen will, hätte man jetzt mit dieser Frau reden müssen. Aber vielleicht hat er das ja gemacht. Das nur mal so der Hinweis an dieser Stelle. Die Homepage war ein Klacks, aber da musste ich natürlich noch für Internetpräsenz sorgen und die Influencer da abholen, wo sie sind. Und das heißt, ein Instagram-Profil hochziehen. Und das durfte natürlich nicht 3 Tage alt sein, damit es nicht unauthentisch ist. Und deswegen habe ich wochenlang ein Instagram-Profil hochgezogen. Ich möchte natürlich hier nicht jeden Tag irgendwas posten und keinen interessiert es. Deswegen haben wir Likes gekauft. Sagen wir es, wie es ist. Wir haben auf jedes Posting so ungefähr ja, zwischen 50 und 100 Likes gekauft, damit das Ganze auch authentisch wirkt. Und klar, habe ich hier auch schon häufiger was zu gemacht. Kaufen von Likes ist illegal, ist ein Wettbewerbsverstoß. Das ist, man tut so, als wenn man größer wäre, als man ist am Markt. Ja, das wäre tatsächlich nicht erlaubt, was er hier gemacht hat, wenn er Hydrohype tatsächlich auch bewerben möchte als Company. Hier allerdings auch wieder zu diesen journalistischen Zwecken. Kann man ja nicht sagen, er wollte irgendwelche Verbraucher täuschen, er wollte nur die Influencer täuschen. Am Markt selbst ist er gar nicht mit seinem Produkt aufgetreten. Insofern, in diesem Falle kann das Kaufen von Likes sogar legal gewesen sein. Ich gehe davon aus, das war sogar legal. Und er hat ja nicht nur Likes gekauft, sondern ist noch weitergegangen. Und auch die 455 Abonnenten, die wir aktuell haben, die sind auch alle gekauft. Also man weiß es ja mittlerweile von einigen Influencern, dass die sich so unter, vor allem unter Verlosungen mal gerne Kommentare kaufen. Da sind dann immer nur ein paar Emojis abgebildet. Aber man kann mittlerweile auch individualisierte Kommentare kaufen. Kein Witz. Wie zum Beispiel Fiana833, wo auch immer der herkommt. Und der hat geschrieben, meine Eltern haben mir das schon aus Italien mitgebracht. Liebe das Mus. Elis Kehlen kommt, glaube ich, irgendwo aus Südostasien und schreibt, endlich auch in Deutschland, Herz. Nirvan 571 aus Vietnam schreibt, letztens im LPG-Biomarkt gefunden und direkt mal ausprobiert.
Also kann ja alles nicht wahr gewesen sein, weil es das Produkt ja gar nicht gibt. Das heißt, auch diejenigen, die jetzt hier sich haben kaufen lassen, wie der Irrwahn 571, die haben natürlich einen Rechtsverstoß begangen, wie auch immer er da das eingekauft hat. Das geht natürlich nicht, dass ich da hier irgendwelche Behauptungen in die Welt setze, die nicht stimmen. Andererseits, wer sollte mich dafür abmahnen? Das Produkt selbst ja nicht, das hat die ja gerade eingekauft. Sprich, den einzelnen Leuten unten drunter, die solche Kommentare schreiben, denen passiert in der Regel nichts. Wohl der Company, die einkauft, weil sie abgemahnt werden kann, wenn sie im Wettbewerb steht. Hier, Marvins Produkt sollte ja nie an den Markt und war deswegen auch nicht im Wettbewerb. Das sind Testimonials, die sich jede Marke wünscht. Die Hydrohype-Community ist super, vor allem in Südostasien. Ich glaube, da habe ich den Markt schon erobert. Ja. Wir brauchen natürlich auch Content für Instagram, das heißt, ich mache jetzt fleißig Stories vor einem Biomarkt und die werden dann später über Fake-Accounts gepostet und von Hydrohype einfach repostet, damit es so ein bisschen aussieht, als ob es schon Kunden gibt, die unsere tolle Creme hier in den Biomärkten kaufen. Ja. Muss man vorsichtig sein? Ja. Fertig und jetzt haben wir ein paar Stories. Theoretisch könnten die Biomärkte ein bisschen angepisst sein, weil sie sagen, Moment mal, es gibt dieses Hydrohype bei uns ja überhaupt nicht und du tust so, als wenn das, wenn wir das verkaufen würden, als wenn wir da im geschäftlichen Zusammenhang stünden, aber wie ihr jetzt sehen werdet, bei den Biomärkten ist genau das Gegenteil eingetreten. Das fand ich auch echt skurril. Nachdem ich vor ein paar Tagen die Stories von Hydrohype vor den Biomärkten gepostet habe, haben diese Biomärkte sogar teilweise reagiert. Denn's Biomarkt zum Beispiel hat unseren Beitrag geliked und Alnatura hat sogar noch einen draufgesetzt, denn die haben uns Sternaugen zurückgeschickt. Entweder hat die Social Media Abteilung gar keine Ahnung, was bei denen im Laden so abgeht, oder sie freuen sich einfach sehr, dass Hydrohype dort im Regal steht. Also Alnatura, wenn ich das jetzt sehe, wahrscheinlich weiß die Social Media Abteilung nicht, wie viele tausende Produkte da bei Alnatura sind. Das will ich jetzt mal zu deren Verteidigung vielleicht vorbringen. Klar, bisschen crazy schon, dass sie das cool finden. Andererseits, da wird der Social Media Manager jetzt nicht genau gewusst haben, dass das eben kein echtes Produkt ist. So ganz kann man denen jetzt, glaube ich, keinen Vorwurf damit machen. Mega gut. Die Biomärkte freuen sich schon auf mein Produkt. Da war es jetzt so, dass er offenbar, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Markt gegangen ist und das dort hingestellt hat und es so gefaked hat, als wenn es das da gäbe. Das ist schon heikler. Das will Alnatura vielleicht nicht. Die wollen vielleicht auch nicht in diesen Zusammenhang mit so einer Fake-Kampagne gebracht werden. Boah. Sehe schon meinen eigenen Hydrohype-Stand auf der nächsten Glow. Aber Step by Step, jetzt brauche ich erstmal eine Influencerin, die für Hydrohype Werbung macht, damit die wir anfragen, nicht die Ersten sein müssen. Ich habe euch doch vor circa einem Monat gesagt, dass ich eine neue Creme zugeschickt bekommen habe. Das ist die Marke Hydrohype. Die ist so gut, Leute. Ich kann euch nur weiterempfehlen. Ganz ehrlich, danke an Minikuta, dass sie da mitgemacht hat, weil da war Hydrohype noch nicht die Supermarke, die sie heute ist. Aber als nächsten Schritt brauchte ich dann noch eine PR-Firma, die mich vertritt. Und die habe ich dann auch erfunden. Also erstmal zu der ersten Influencerin. Die hat nur gesagt, ich finde das Zeug super. Kann man jetzt ehrlicherweise noch nicht so viel gegen einbringen. Wir werden gleich sehen, was da drin ist in diesem Zeug. Das ist schon etwas pikant, weil das ist sozusagen der Gag am Ende. Aber so, dass die Influencerin sagt, finde ich super. Andererseits bewirbt sie hier etwas, was gar nicht gibt. Ja, kann man auch schon drüber nachdenken. Mit Website, Mail-Account, Instagram-Account und einer Prepaid-Nummer, um die Influencer anzufragen. Willkommen auf der Website von Corcovado Promotions, der Eventagentur, der man alles anvertrauen sollte. Im Hintergrund sind sogar... Wie hat er denn jetzt hier? Das fand ich auch interessant. Warte mal, kann man hier zurückgehen? Corcovado Promotions. Warte mal, hier, Bildschirm, zurück. War sogar noch ein Rechtschreibfehler drauf. Aber als nächsten Schritt brauchte ich dann noch eine PR-Firma, die mich vertritt. Und die habe ich dann auch erfunden. Mit Website, Mail-Account, Instagram-Account und einer Prepaid-Nummer, um die Influencer anzusprechen. Willkommen auf der Website von Corcovado... Switzerland, ja, habe ich richtig gesehen. Switzerland, da schreibt sie so Switzerland? Fehlt da nicht Tee? Ja, gut. Hallo Promotions, der Eventagentur, der man alles anvertrauen sollte. Im Hintergrund sind sogar Leute, die im Kino Spaß aber haben. Da, wenn ja, das kein Vertrauen weckt, dann weiß ich auch nicht. Und sogar international aktiv. United States of America, Korea, Germany, Austria, Switzerland, überall. Das sieht aus wie das Corona-Zeichen links oben. Man sieht sogar die ganzen alten Projekte, die wir angeblich schon gemacht haben. Ganz unten findet man dann sogar einige Kundenbewertungen, denn diese Agentur ist dafür zuständig, im Nachhinein die Influencer anzufragen, weil das macht natürlich nicht Hydrohype selbst. Hier geht es darum, dass wir gerne Instagram-Stories buchen. Also Agentur ganz kurz, klar, gleiches Thema. Man darf natürlich nicht mit irgendwie Agenturen vorgaukeln. Wenn man aber einen Missstand aufzeigen will, so wie Marvin das hier wollte, kann das aus journalistischen Zwecken hier tatsächlich gerechtfertigt sein. Andere Agenturen können ihn nicht abmahnen, weil er gar nicht am Wettbewerb mit seiner Agentur
in irgendeiner Art und Weise tätig war. Er ist ja nicht aufgetreten. Aber was ihr hier jetzt gesehen habt, September 2020, zeigt, wie lange er das Ding vorbereitet wollen hat. Würden bei den Influencern. Für die Kalkulation ist es wichtig zu wissen, wie hoch eure Gage für eine Instagram-Story ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, mit was für Preisen ihr in die Ecke kommen, ob mir dann die Ohren schlackern oder ob wir einfach mal zwei, drei Influencer buchen, um unsere tolle Creme an den Mann zu bringen. Um auch auf Nummer sicher zu gehen, dass unsere Influencerin wirklich eins zu eins das sagt, was ich ihr vorgebe, habe ich ein Produktbriefing erstellt. Und zwar in Form einer PowerPoint-Präsentation. Einerseits will ich dafür sorgen, dass die Influencerin, aber vor allem ihr Management, denkt, dass es sich hierbei um eine wirkliche Kampagne mit einem echten Produkt handelt. Und andererseits wirkt so ein aufwendiges Briefing einfach wesentlich professioneller. Auf der letzten Seite des Briefings habe ich nochmal einen draufgesetzt und habe ein komplettes Konzept erarbeitet, wie die Influencer denn das Produkt bewerben sollen. Denn sie sollen nicht nur die Anwendung des Produkts zeigen, sondern auch den Anti-Aging-Effekt. Und wie kann man das am besten beweisen? Sie sollen ein Foto vor der Anwendung und nach der Anwendung machen, um zu beweisen, dass diese Creme auch wirklich Wunder wirkt. Also immer schwierig, ja, natürlich gibt man Influencern vor, wie sie es bewerben sollen, aber gerade solche Aussagen, Anti-Aging und so weiter, da müssten erstmal großartige Studien vorgelegt werden. Die Frage ist, inwiefern Influencer sich jetzt darauf verlassen, dass das Produkt, was sie bekommen, schon entsprechend so einen Anti-Aging-Effekt hat oder nicht. Wir kommen aber gleich dazu, was die Influencer dann wirklich auch sagen, was sie meinen, wie sie ausdrücken, dass das wirklich einen Effekt gehabt hat. Das kann heikel sein. Und natürlich, was jetzt vorgegeben wird, was die sagen sollen, ist auch nicht ohne. Der Weg war also geebnet, die Firma hat den Markt erobert, die PR-Firma war bereit und jetzt mussten wir nur noch die Produkte abfüllen. Das heißt, jetzt wird das Betriebsgeheimnis gelüftet. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Influencer dafür, dass sie dann Geld bekommen für diese Kampagne, sagen, dass der Vorher-Nachher-Effekt dieser Creme wunderbar ist, dass das super funktioniert, kann es aber nicht, denn wir füllen hier keine Anti-Aging-Creme rein, sondern dieses Lightgel. Ja gut, Gleitgel. Müsste ja eigentlich hautverträglich sein, was er hier macht. Also wichtig ist, dass er eben die Leute nicht schädigt. Das hat er ja vorhin gesagt. Er hat also für diesen Joke, wenn man so will, für dieses Stückchen, die schmieren sich dann tatsächlich die Mädels Gleitgel ins Gesicht. Wahrscheinlich ist an so einem Gleitgel nicht viel Schlimmes dran. Naturoptik, also das ist Kunstsperma. Ich habe jetzt die erste Antwort von einer Influencerin bekommen, die wir für Hydrohype angefragt haben. Allerdings schreibt sie jetzt, dass sie das Produkt gerne vorher testen möchte. Finde ich übrigens richtig. Da gibt es also die Ersten, die sagen, will ich mir das mal angucken. Ist auch, das wäre der richtige Weg. Ich soll ihr das Produkt vorher zuschicken, um dann zu entscheiden, ob sie dafür wirbt oder nicht. Aber ich probiere es auf jeden Fall mal aus und schicke ihr unsere Creme mal zu. Ich habe allen Influencern von vornherein immer ein faires Angebot gemacht, in der Hoffnung, dass sie direkt nur aufs Geld schauen und gar nicht gucken, für was für Murks sie im Endeffekt werben. Aber mit so einer einfachen Frage, ob sie das Produkt vorher testen kann, hat sie mich gekriegt. Aber ich habe das Produkt trotzdem hingeschickt, in der Hoffnung, dass es den Test besteht. Und? Bestanden? Leider nicht. Ich habe für die Kampagne einen Korb bekommen. Aber eigentlich sollte es ja auch genauso sein, absolut, dass man die Produkte halt vorher sich anschaut, bevor man jetzt eine Werbung macht. Aber das Gute ist, wir haben zeitgleich die Antwort von einem anderen Management bekommen, von einer Influencerin, die sich vorstellen kann, für Hydrohype zu werben. Aber auch sie möchte das Produkt vorher testen. Das heißt, irgendwie gehen gerade alle auf Nummer sicher, um sich nicht reinlegen zu lassen. Aber wir versuchen trotzdem unser Glück und schicken das Paket nach Dubai. Finde ich erstmal richtig, dass sie das alle testen wollen. Und klar, jetzt geht es erstmal nach Dubai, um da zu gucken, wie ich kommt das an? Ich habe eine Zusage bekommen. Ja. Ich habe das Paket nach Dubai geschickt, sie hat die Creme getestet und trotzdem möchte sie für Hydrohype werben. Sie sollte natürlich auch sagen, dass in dieser Creme Uran drin ist, damit sie sich halt ein bisschen zum Löffel macht. Aber ich habe das so ein bisschen kaschiert, indem ich halt gesagt habe, Urangestein gefiltertes Wasser. Ja gut, also da kann man sagen, was sollen die Influencer tun? Da wird ihnen vorgegeben, das ist Urangestein gefiltertes Wasser. Die können natürlich keine Produktanalyse machen. Man könnte eventuell mal drüber nachdenken, Moment mal, Urangestein, ist das denn nicht irgendwie verstrahlt ein bisschen so? Ja, klar, okay. Uran ist ein bisschen schwierig, denn bei Atomwaffen A bis Z steht, genau, dass man für eine Uranbombe nur etwas Sprengstoff und zwei Blöcke Uran braucht, um eine Bombe herzustellen. Deswegen habe ich so ein bisschen seriöses Zeug darum rumgeschrieben, damit es halt nicht auffällt. Die hat das wirklich gepostet. Hast du wirklich gepostet? Morning guys, ich mache gerade meine Morgenroutine und ich habe gerade die Hydrohype Gesichtscreme. Also mal ganz kurz gucken hier mit der Skincare Gesichtscreme von Hydrohype mit Anti-Aging-Effekt. Also diese Anti-Aging-Effekte sind schon schwierig in der Bewerbung, die müssten also nachgewiesen werden. Und da hat dann sowohl die Enisa ein Problem als auch theoretisch Hydrohype. Wir sehen hier links oben mini geschrieben Anzeige. Joa, kann man auch durchgehen lassen, immerhin hat sie es entsprechend gekriegt. Kennzeichen, das weiß sie schon. Hat das Produkt jetzt in der Hand? Ist diese hier. Für eine Sache muss ich Enisa ehrlich loben. Sie hat den Content pünktlich abgeliefert, sodass ich vorher schaue,
vertrauen konnte, dass sie nichts falsch ausspricht und keine Fehler macht und hat alles on point gepostet. Die letzte Zeit habe ich die Skincare von Hydrohype ausprobiert and I absolutely love diese Gesichtscreme. Like, schau mal diese, das ist vorher, ne? Like, look at this vorher-nachher-Effekt. Das sieht so glowy aus, das ist super gegen Falten, ne? Super gegen Falten ist auch nicht so ganz einfach, diese Aussage, aber gut, es könnte halt ihre Meinung sein, nur ehrlicherweise, die ist glatt links und rechts. Ich sehe da ehrlicherweise keinen Unterschied. Naja, kann natürlich sein, dass die eine Gesichtshälfte trocken ist und die andere jetzt glänzt, weil da Gleitgel drauf ist, aber dafür ist Gleitgel ja auch da, wenn was trocken ist. Fühlt sich super erfrischend an. Derbe. Ein bisschen. Okay, was haben wir jetzt hier? Zertifizierter Bioanbau Fairtrade. Ohne Parabene oder Silikone, 100% bio, vegan, frei von Tierversuchen. Wesentlicher Bestandteil der Creme ist das durch Urangestein gereinigte Wasser. Wesentlicher Bestandteil der Creme ist das durch Urangestein gereinigte Wasser. Das muss ich richtig ablesen. So, da ist es, das Urangestein gereinigte Wasser. Kann auch sein, dass Enissa gar nicht weiß, was Uran ist, aber kann man heutzutage eigentlich auch googeln. Gut, aber ihre Haut strahlt auf jeden Fall jetzt mehr als ihr Handy. I think that's what gives it like this very hydrating feeling. Und es ist 100% parabenfrei, silikonfrei, vegan, bio und tierversuchsfrei, was super wichtig ist. It's like just a natural product. Das Tegel hier ist auch super für unterwegs und es ist generell really good for empfindliche Haut, like I have. Optimal. Sie hat 1:1 das gesagt, was im Briefing stand. Aber nicht so optimal ist, dass sie halt gar nicht hinterfragt hat, was sie da überhaupt sagt. Ist auch erhältlich bei ausgewählten Biomärkten, aber ihr könnt auch hier gerne einfach hochwischen. Außerdem hat sie noch dieses Foto in ihre Story gepostet, ein Beweis für den Vorher-Nachher-Effekt. Und da muss ich sagen, sieht man ganz klar, dass sie da irgendwie dran gemogelt hat, denn so ein Effekt kann Hydrohype gar nicht hervorrufen, da ist ja nur Gleitgel drin. Das ist brutal, muss ich sagen. Das kann man nicht machen. Ja, also vorher hat sie gesagt, Feuchtigkeit glänzt ein bisschen. Ja, kann alles sein. Es ist halt Gleitgel, ja, dass das alles glänzt, kann sein. Aber wenn man jetzt hier sagt, hier vorher sah ich alt aus, oder das wird wahrscheinlich eher nachher-vorher-Effekt sein. Ne? Das sieht ja links eher jünger aus als rechts, wenn man da was mit beweisen will. Dann hat sie wahrscheinlich einfach nur zwei unterschiedliche Fotos genommen, aber nicht irgendwie diesen Unterschied ernsthaft rausgestellt. Das wäre ein klarer Wettbewerbsverstoß. Das ist illegale Werbung, die sie da macht. Kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Da gibt's, habe ich einen Gesetzestext mit rauskopiert hier. Unlauter handelt, wer irreführende geschäftliche Werbung vornimmt, die geeignet ist, den Verbraucher oder sonstige Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen. Das ist natürlich hier der Fall. Ne? Sie sagt also, hier, das macht so glatt, hat Anti-Aging und so weiter. Und die der Verbraucher andernfalls nicht getroffen hätte. Eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie unwahre Angaben enthält oder sonst zur Täuschung geeignete Angaben über folgende Umstände, dann wesentliche Merkmale der Ware, der Dienstleistung und so weiter. Also hier ist ein Problem, weil sie, diese Enissa könnte theoretisch in die Haftung genommen werden, aber Enissa könnte auch unmittelbar bei Marvin dann, wenn sie in die Haftung genommen werden würde, weil sie hat tatsächlich dann eine Tat begangen, weil, zu der sie animiert worden ist, könnte sie Marvin auch entsprechend in die Haftung nehmen, denn er hat ihr diese ganzen Merkmale ja untergejubelt, die für sie zugegebenermaßen nicht ganz simpel zu überprüfen waren. Aber klar, was ja bewiesen werden sollte, die überprüfen gar nichts. Keinen einzigen Biomarkt, die googeln nicht richtig. Andererseits kann man auch argumentieren, Marvin hat es einfach nur gut vorbereitet, um die auch reinzulegen. Also, ja, weiß ich nicht, ob mir die Influencer jetzt so leid tun. So richtig dann auch wieder nicht. Und das finde ich ehrlicherweise ein bisschen schwierig, weil sie da offensichtlich für Geld ihre Zuschauer belügt. Gestern ist die Story von Enissa Bukvic online gegangen und daraufhin ist einiges passiert. Zum Beispiel folgt mir jetzt die Schwester von Sami Slimani. Ich zeige euch jetzt auch mal die Textur, die ist mega leicht. Ja, okay. Das stimmt. Gibt nur Teil 2. Und es wäre eigentlich mal ein cooler Coup, ihn ranzubekommen. Und am Ende wollte der Manager noch mit mir telefonieren. Und so ein Telefonat, das habe ich noch nie in meinem Leben. Leute, das war der erste Teil von Hydrohype. Und den nächsten, den könnt ihr schon vorab sehen, nämlich immer donnerstags und samstags auf Join. Da gibt es nämlich eine neue Sendung. Achtung, Aaron. Ja, also, da gibt es schon einen zweiten Teil, bin ich mal sehr gespannt. Er kennzeichnet das auch als Werbung, finde ich ja auch gut. Ist ja auch richtig, weil er da Werbung für die Sendung macht. Also alles in allem muss ich sagen, beim letzten Mal, als er den Doktortitel sich erschlichen hat, wenn ich so sage, sah ich das wesentlich kritischer als jetzt. Jetzt haben wir viele Dinge, die im Rahmen von journalistischen Recherchen wohl möglich sind. Natürlich hat er die Influencerin reingelegt. An manchen Stellen muss ich sagen, wie sollte die Arme jetzt das Ganze erkennen? Bei dem Pipi-Kaka wäre ich, glaube ich, stutzig
geworden. Ich hätte mir an ihrer Stelle tatsächlich mal die Inhaltsstoffe durchgelesen. Und die erste Influencerin, die angefragt worden ist, die hat sich ja auch durchgelesen und sagte, was, Pipi Kaka, so einen Kaka bewerbe ich doch hier nicht. Ja? Und insofern kann man da schon sagen, klar, die Influencerin selbst hat offenbar gar nicht gecheckt, was da drin ist und hat sich nicht interessiert. Aber sie hat ja auch noch ein Management. Jetzt muss man auch mal sagen, liebes Management, warum guckt ihr für eure Leute gar nicht drauf, wofür die Werbung machen? Marvin deckt natürlich hier einen Missstand auf, den schon alle sehr lange vermuten, dass nämlich einfach für alles Gutscheine rausgehauen wird, ohne dass ein Influencer sich das wirklich mal angeschaut hat. Finde ich also sehr, sehr spannendes Video. Werde mir das zweite auf jeden Fall auch anschauen. Wenn es da nochmal was Rechtliches gibt, werde ich auch das hier wieder kommentieren. Wer das Originalvideo natürlich sehen will, hier unten wie immer in der Caption verlinkt. Und wer da noch Bock hat, kann auch noch gerne ein Abo für diesen Kanal dalassen. Ich bin gespannt, wie die Influencer wieder auf Marvin reagieren. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Und wenn ihr auch dabei bleiben wollt, dann lasst ein Abo da. Dann habt ihr auch da meine Reaction wieder drauf. Hier noch zwei Videos, die ebenfalls für euch passen könnten. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen bleibt. Gerne dann bis morgen. Tschüss und bis dahin. Bleibt gesund.